Gerade im Trading-Bereich hört man sehr häufig von sogenannten CFDs. CFDs sind derivative Finanzprodukte, mit denen ihr auf Kursbewegungen setzen könnt, ohne dabei viel Kapital investieren zu müssen. Wir schauen uns an, was CFDs sind, werden uns auch ein Beispiel anschauen und gehen natürlich auch auf die Risiken beim Handeln mit CFDs ein. Hi, mein Name ist Thomas von Finanzfluss und heute werden wir uns einmal auf Anfrage der Community das Finanzprodukt CFD anschauen. CFD steht im Englischen für Contract for Difference, was sich im Deutschen mit Differenzvertrag übersetzen lässt. Das Wort Differenzvertrag erklärt auch schon ein wenig, was ein CFD ist. Es ist nämlich ein Vertrag, den ihr mit einer Gegenpartei abschließt, auf die Differenz eines Kurses. Das hört sich jetzt sehr abstrakt an. Im Endeffekt ist ein CFD aber sehr ähnlich einer binären Option. Wie eine binäre Option funktioniert, haben wir euch ja bereits in diesem Video erklärt. Der Unterschied zur binären Option ist nur, dass es beim CFD eine sogenannte Nachschusspflicht geben kann und einen sogenannten Margin Call. Beide Faktoren hängen miteinander zusammen. Bevor ich auf den berühmten Margin Call bzw. die Nachschusspflicht eingehe, möchte ich noch einmal kurz erklären, was ein CFD ist. Ein CFD ist wie eine Option, ein Future, ein Forward, ein Swap, auch ein Finanzderivat. Es bezieht sich also auf einen Basiswert, das sogenannte Underlying. Mit dem Kauf eines CFDs schließt ihr einen Vertrag mit eurem Broker ab, der Broker ist also eure Gegenpartei, auf einen bestimmten Kurs. Ihr könnt zum Beispiel ein CFD auf verschiedene Aktienkurse, auf Rohstoffkurse oder zum Beispiel auf Währungspaare setzen. Hierzu werden die Basiswerte, wie zum Beispiel Aktien, nicht gekauft, sondern ihr schließt mit eurer Gegenpartei, mit eurem Broker, einfach nur die Vereinbarung, dass die Kursdifferenz ausgeschüttet wird. Steigt der Kurs, bezahlt euch der Broker Geld, fällt der Kurs, schuldet ihr dem Broker Geld. Aber auch die umgekehrte Variante ist möglich. In diesem Fall würdet ihr Geld erhalten, wenn der Kurs fällt und müsstet Geld bezahlen, wenn der Kurs steigt. CFDs sind nicht börsengehandelt, sondern werden direkt mit dem Broker gestellt. Sie sind also OTC, over the counter. Was ein CFD zu einem interessanten, aber gleichzeitig auch hochriskanten Finanzprodukt macht, ist der sogenannte Hebel. Wenn ihr euch dazu entscheidet, einen CFD auf einen Basiswert zu kaufen, werdet ihr nur einen kleinen Anteil selbst bezahlen und den Rest wird euch der Broker zur Verfügung stellen. Dieses zur Verfügung gestellte Geld ist Fremdkapital, also Schulden. Das von euch zur Verfügung gestellte Kapital ist die sogenannte Security Margin bzw. auch einfach nur kurz Margin genannt. Je nachdem, mit welcher Margin ihr handelt, habt ihr einen höheren oder niedrigeren Hebel. Was bedeutet das jetzt konkret mit dem Hebel? Nehmen wir einmal an, ihr würdet gerne 1000 Euro in CFDs investieren, zum Beispiel ein CFD auf die Aktie X. Nehmen wir weiterhin an, dass ihr mit einer Margin von 1% handeln wollt, was schon sehr niedrig ist. In diesem Fall habt ihr einen Hebel von 100. Die 1000 Euro, die ihr nun investiert, werden nun mit dem Hebel multipliziert mal 100 und somit kommt ihr auf eine Positionsgröße von 100.000 Euro. Mit 1000 Euro Investition in einen CFD auf die Aktie X habt ihr nun eine Positionsgröße, als ob ihr die Aktie X selbst mit 100.000 Euro gekauft hättet. Es ist natürlich auch möglich, mit einer niedrigeren Margin zu handeln. Ihr könntet zum Beispiel eine Margin von 5% hinterlegen und dann hättet ihr einen Hebel von 20. Das bedeutet, aus euren 1000 Euro investiertem Kapital hättet ihr eine Positionsgröße von 20.000 Euro. Ihr habt also mit 1000 Euro Investment dieselbe Position, als hättet ihr für 20.000 Euro gekauft. Um das besser zu verstehen, nutzen wir doch mal ein Beispiel und rechnen es einmal für das Beispiel mit einem CFD auf die Aktie X durch. Gehen wir in diesem Beispiel einmal davon aus, dass ihr von eurem Broker eine Security Margin für ein CFD auf die Aktie X von 3% bekommt. Ihr könnt dann zum Beispiel 300 Euro investieren. Diese 300 Euro, die ihr in das CFD auf Aktie X investiert habt, sind genauso viel wert, als hättet ihr 10.000 Euro direkt in Aktie X investiert. Die Positionen sind also gleich. Aufgrund der 3% Margin, die euer Broker euch stellt, handelt ihr nun mit einem Hebel von 33,33. Gehen wir einmal davon aus, dass der Aktienkurs von Aktie X jetzt 3% steigt. Dann habt ihr mit eurem Portfolio von 10.000 Euro in Aktie X 3% Gewinn gemacht. Euer Portfolio ist also 10.300 Euro wert. Genau denselben Gewinn werdet ihr auch mit dem CFD machen. Ihr werdet genau 300 Euro gewinnen. Da ihr aber nur 300 Euro investiert habt, plus die 300 Euro Kursgewinn, seid ihr bereits bei 600 Portfoliowert. Ihr habt also 100% Gewinn gemacht, verdoppelt. Vergleichen wir nun diese Zahlen, 100% beim CFD
und 3% bei der Aktie, sehen wir direkt die Hebelwirkung. Wir mussten deutlich weniger Kapital investieren, um einen ebenso hohen Gewinn zu erzielen und sogar eine deutlich höhere Rendite. Wie sieht das Ganze aber jetzt aus, wenn der Aktienkurs zum Beispiel 3% fällt? In diesem Fall würde euer Aktienportfolio von Aktie X von 10.000 auf 9.700 Euro fallen. Ihr habt 3% Verlust gemacht. Der CFD würde ebenfalls um 300 Euro fallen, da er sich ja genau wie dieses Portfolio von Aktie X verhält. Wie ihr jetzt sicherlich unschwer erkennen könnt, habt ihr einen Totalverlust gemacht. Die komplette Margin von 300 Euro sind weg. Und hier kommt das große Risiko der CFDs ins Spiel. Sollte die Aktie mehr als 3% verlieren, ist nicht nur eure gesamte Margin weg, sondern ihr schuldet eurer Gegenpartei sogar noch Geld. In diesem Fall kommt es dann zum sogenannten Margin Call. Das heißt, die Bank wird euch auffordern, eure Margin, also eure Sicherheitsleistung, aufzustocken, da die vorherige Sicherheitsleistung von 300 Euro bereits aufgebraucht ist. Ihr kommt dann in eine sogenannte Nachschusspflicht. Das Risiko eines CFDs ist es also, nicht, dass ihr nur alles verliert, sondern dass ihr theoretisch unendliche Schulden damit aufbauen könnt. Ihr seht also, dass CFDs eine wunderbare Möglichkeit sind, um Geld zu verdienen, aber auch eine hervorragende Möglichkeit, um viel Geld schnell zu verbrennen. Wenn ihr jetzt das Prinzip von Margin und dem Margin Call verstanden habt, werdet ihr auch den gleichnamigen Film, nämlich Margin Call, auch besser verstehen können. In diesem Film geht es nämlich genau darum, dass ein Analyst herausgefunden hat, dass die Risikoposition der Bank so enorm ist, dass in einem gewissen Verlust, ich glaube es waren 23% oder 25% an einem bestimmten Markt, die Bank pleite gehen würde, da die Security Margin überschritten wird und die Bank unterkapitalisiert ist, also pleite gehen würde. Ich finde diesen Film einen der besten Wall Street Filme überhaupt, kann ihn euch nur empfehlen, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, schaut mal unten in die Beschreibung, da habe ich euch einen Link zum Film gepackt. Abschließend lässt sich zum Thema CFDs nur sagen, dass es eine Möglichkeit ist, in das Trading einzusteigen und mit relativ wenig Kapital hohe Geldsummen zu bewegen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein enormes Risiko. Ich persönlich investiere langfristig und automatisiert in ein passives Portfolio mit Hilfe von ETFs. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, haben wir euch hier mal einen Kurs zusammengestellt, wo wir euch zeigen, wie ihr euch ein passives Portfolio aufbaut. Wenn wir euch für das Thema begeistern können, dann abonniert doch unseren Kanal und gebt uns einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Und außerdem beantworten wir auch immer gerne eure Fragen und Ergänzungen in den Kommentaren. Jede Woche laden wir neue Videos hoch zu den Themen Finanzprodukte, Geldanlage und Anlagestrategie, um dir die Welt der Finanzen verständlicher zu machen. Wir wollen dir helfen, deine Finanzen selbst in den Griff zu haben und unabhängig von Beratern Entscheidungen treffen zu können. Jede Woche laden wir neue Videos hoch, abonniere uns, um immer dabei zu sein und folge uns auch auf Facebook.